Ja, willkommen alle Freunde meines Kanals. Es geht weiter mit dem Aufbau meiner Fenja. Der nächste Schritt oder der erste Schritt im Prinzip jetzt, der wirklich mit dem Aufbau beginnt, ist die Montage der Linearschienen an den Tischträgern, an den langen, also die langen Schienen. Ich habe das jetzt schon vorbereitet, sprich die Schiene mal lose montiert und soweit vorab mal im ersten Schritt ausgerichtet, dass sie ungefähr mittig über dieser Nut sitzt. Also hier, ups, ich hoffe, es wird einigermaßen scharf. Also dass sie hier einigermaßen mittig sitzt. So, jetzt ist es so, man muss natürlich irgendwo gucken, die Schienen sind nie hundertprozentig gerade und irgendeine Referenz braucht man. Auf der Seite www.fräserbruch.de ist im Prinzip ein Ansatz beschrieben, nämlich dass man die Oberkante dieses Profils quasi als Referenz nimmt für die Ausrichtung der Schiene. Dass man also sagt, die Schiene ist im Prinzip genauso ausgerichtet wie diese Kante. Das kann natürlich jetzt sein, dass die vielleicht ein bisschen ein paar Hundertstel oder so krumm ist. Ich habe mal so geguckt, viel sehen tut man nicht. Aber irgendwo an irgendwas muss man sich orientieren, sonst bräuchte man ja irgendwie ein absolutes Linearmaß. Das steht nicht zur Verfügung und die Frage ist auch, ob man es braucht. Ich denke nicht. Wenn ich das so genau hinbekomme, wie die Dinger hier sind, dann reicht mir das auch. So, das heißt, ich werde im Prinzip diese Linearschienen an der Oberkante ausrichten. Und das geht folgendermaßen. Jetzt setze ich mal die Kamera hier ab, dann kann ich das in Ruhe zeigen. Ich habe ja, ob es einigermaßen scharf ist, ich habe ja die Schiene schon, wie ich vorhin gesagt habe, mal grob ausgerichtet, also sprich der Länge nach, dass sie mittig drauf sitzt, dass die Seiten ungefähr gleich lang sind. Und ich habe mal im ersten Ansatz mal sie so angesetzt und mal kurz leicht angezogen, dass sie auch hier von der Höhe her stimmen. So, dann habe ich in der Mitte, das heißt hier, die zwei Schrauben festgezogen. Und habe dann wieder alle Schrauben gelöst. Das heißt, hier ist alles locker. Die Schiene lässt sich hier bewegen. Und was man jetzt macht, ist, es kommt eine Messuhr auf den Linearwagen. Die wird magnetisch gehalten. So, die schalte ich jetzt hier in der Mitte ein und setze sie auf 0. So, und jetzt kann ich nach außen vorwärts gehen. Das heißt, die beiden Schrauben, die hier sitzen, sind festgezogen. So, hier ist lose und die sind auch lose. Das heißt, ich gehe jetzt hier rüber, schaue mir die Messuhr an und gucke, was ich für eine Abweichung habe. Da sind jetzt 0,05 Millimeter drauf. So, und die versuche ich jetzt hier nach Möglichkeit zu korrigieren. Das werde ich wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Gehen wir nochmal zurück, da habe ich 0. Ich bin immer noch bei 0,2, 0,1. Da ist 0,2. 0,1. Jo, aber so grob. So, dann kann ich diese Schraube hier festziehen, über die ich gerade stand, und kann diese hier wieder lösen. So, dann gehe ich jetzt als nächstes mit der Messuhr genau auf diese Schraube, guckt mir wieder die Abweichung an und versucht sie zu korrigieren. Ja, jetzt habe ich hier auch wieder 0 drin stehen. Ich ziehe diese hier fest, fahre wieder ein Stück zurück, mache jetzt die Schraube fest, auf der ich gerade war, und löse die danach. So, dann gehe ich auf diese Schraube, gucke mir den Wert an, ob er passt. Der sieht gut aus. Also ich gehe noch ein bisschen hier rüber. Das sieht gut aus. Jetzt ziehe ich diese hier fest. Fahre wieder runter, ziehe diese hier fest, auf der ich gerade stand, und mache diese wieder auf. So, dann kann ich auf die hier drauf fahren. So, langsam kriege ich jetzt hier einen echt negativen Wert. Das heißt, ich muss hier ein bisschen runter mit der Schiene. Wir gehen wieder auf 0. Ich ziehe hier fest, fahre wieder runter, ziehe wieder die hier fest und mache diese wieder locker.
So, jetzt müsste ich eigentlich einigermaßen hinkommen. Also ich habe jetzt 0,01 hier stehen auf der Messuhr. Jetzt fahren wir wieder in die Richtung Mitte. Da bleibt es auch. Da ist jetzt 0, 0,01, 0,02. Da geht es ein bisschen hoch. 0,01, da passt's. Also ich habe momentan so ein Hundertstel Abweichung drin. Jetzt muss ich gerade gucken, wo meine erste nächste Schraube ist. Hier. Also da geht es jetzt im Prinzip weiter. Wir schauen uns das an. Das sieht gut aus. Also ich kann jetzt hier über die ganze Breite hinwegfahren und habe Schwankungen genau im Bereich von maximal 2 Hundertstel über die gesamte Breite. Also hier hinten steht immer noch 0. Bis hier hinten 0,01. Ich gehe wieder vor 0. Minus 0,01. 0. Da ist 0,02. Da könnte man hier. Da könnte man mal zwei aufmachen. Jetzt bin ich sogar bei Minuswerten. Das heißt, allein durch das Lösen hat sich das jetzt entspannt. Ja, also ich bekomme jetzt so maximal ein Zehntel Abweichung rein, ein Hundertstel Abweichung, wenn ich da entlang taste. Also ich damit kann man eigentlich ganz gut leben. Ja, also über die Gesamtlänge habe ich maximal 2 Hundertstel, die momentan als Abweichung angezeigt werden. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. Damit kann man arbeiten. Ja, das ist jetzt soweit fest. Was jetzt noch kommt, das steht auch in der Anleitung drin. Ich werde jetzt nochmal jede Schraube einzeln kurz lösen und wieder festziehen, bis auf die äußeren, um da gegebenenfalls Spannungen, die durch das Ziehen reingekommen sind, wieder rauszunehmen. Und dann ist das ausgerichtet. Ich werde auch nochmal mit einer anderen Messuhr, die ich hier habe, mit der hier, nochmal drüber fahren, weil dadurch, dass die analog ist, der Zeiger ist doch etwas empfindlicher, kann man noch mal ein bisschen genauer sehen, ob da Abweichungen irgendwie drin sind oder so eine Spitze, so eine Hubbel. Das gucke ich mir noch mal an. So, aber dann sind die mal so weit ausgerichtet und dann werden sie final festgezogen und dann kommen noch Stopfen rein und dann ist da dieser Schritt mal schon mal fertig. Jo, das mal zur Ausrichtung.